Guten Morgen. ich zeige euch jetzt erstmal, bevor ich euch das Ganze zeige, zeige ich euch erstmal, wie ihr jetzt die dritte Farbe, falls ihr mit drei Farben häkelt, dran bekommt. Und wie ihr alle Fäden mit hochnehmt, dass alle gleichzeitig mit hochlaufen. So, was haben wir jetzt hier für ein Kauderwelsch? Da ist der Faden direkt irgendwie hängen geblieben in der Banderole. Na, das ist nicht so schön jetzt. Ist hier irgendwie so dran geklebt gewesen. Hier ist die dritte Farbe. Erstmal lege ich die noch an die Seite. Brauche ich gar nicht an die Seite legen, Quatsch. Genau wie den einfach anknoten erstmal an die weiße Farbe. Einmal reicht vollkommen. Dann, wie bei dem anderen Rotton auch, einfach hochziehen. Und jetzt haben wir hier drei. Den müssen wir auch noch mit hochnehmen, überkreuzen. Also unterherlaufen lassen, quasi unter den anderen beiden Fäden. Dann haben wir den schon mal mit nach oben gebracht. Und nochmal unter diesen, den wir jetzt haben. Da nochmal überkreuzen. Nee, müssen wir andersrum machen. Das bringt sonst gar nichts. Also da ist jetzt unser neuer Faden. So, jetzt haben wir es. Der andere Faden ist ganz schön frech hier, der ganz neue. Der will immer wieder rausflutschen. Ihr seht also, ich habe die jetzt einfach hier überkreuzt. Einfach von den Faden einfach mit hochgenommen und die anderen Fäden drüber, also über die anderen beiden Fäden über diesen neuen Faden laufen lassen. Jetzt nehme ich hier meine dritte Farbe. Und gehe jetzt in die dritte Luftmasche vom Ersatzstäbchen oben rein. Ihr seht es, ne? Dritte Luftmasche vom Ersatzstäbchen. Da habe ich meinen Faden, der rauskommt, einmal abgemascht, zweites Mal abgemascht. Und somit habt ihr eure neue Farbe, die dritte Farbe, angebracht. Jetzt wieder drei Luftmaschen nach oben, wenden. Es ist ein bisschen jetzt hier, ne? Ihr seht es, aber es sieht einfach schön hinterher aus. Die anderen beiden Fäden einfach so an die Seite schmeißen. Und jetzt müsst ihr halt schauen, dass ihr das hier dann auch befreit. So, zack, da habt ihr das schon. Die anderen beiden Fäden einfach unten hinschmeißen oder so an die Seite schmeißen hier, ne? Dass euch die nicht weiter stören. So, und schon habt ihr hier, die anderen beiden laufen hier rechts von euch mit und der linke Faden halt von euch links und schon könnt ihr hier weiter eure Stäbchen häkeln. Immer in den nächsten Maschenkopf rein. Stäbchen.
Wir haben jetzt bald hier unser Tal wieder. Da müssen wir eben selber rechnen, ob das hier 2, 3, 4. Ja, ich muss mein Tal machen. Dritte, nur. Was habe ich jetzt hier gemacht? Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht mehr. So, dritte. Zur Hälfte nur abmaschen. Und da müsst ihr noch mal rein. Da ist eure vierte, euer vierter Maschenkopf. Zur Hälfte, vier Schlingen auf der Nadel. Durch alle durch. Tal ist fertig. Und einfach jeden Maschenkopf für sich, die nebeneinander liegen, neue Stäbchen da reinhäkeln. Bis zur Spitze. Also wir das gleich. Da seht ihr eure drei in eine Masche gehäkelten Stäbchen. Erste. Einfach nur mit einem einfachen Stäbchen reinhäkeln. Jetzt kommt der zweite Maschenkopf vom zweiten Stäbchen. Da müssen wir jetzt unsere nächste Spitze reinhäkeln. Ein Stäbchen, zweites Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und noch einmal in die gleiche Einstichstelle das dritte Stäbchen. Spitze gearbeitet. Und weiter geht's mit Stäbchen bis zum Tal. Ach ja, sehr lang. So, da sind wir schon wieder am nächsten Tal. Vier Stück brauchen wir. Bis dahin müssen wir, ja, 1, 2, 3, 4. Also los geht's. Nur zwei abschlingen, abmaschen, zwei Schlingen auf der Nadel in den nächsten Maschenkopf rein. Drei Schlingen auf der Nadel und noch einmal, nee, nicht noch einmal, sondern eine weiter. In den nächsten Maschenkopf. Vier Schlingen auf der Nadel, alle zusammen. Abmaschen. Nächstes Tal ist entstanden und weiter zur Spitze. Und so geht das jetzt die ganze Zeit. Der Länge nach.
Und wie gesagt, wer das gerne mit einem Faden nur arbeiten möchte, macht es gerne. Es sieht halt pfiffiger aus, finde ich persönlich, und ein bisschen netter, wenn es halt mit mehreren Farben, wie ich es mache, gearbeitet ist. Man muss es ja so halten, weil wir häkeln ja auf die Breite, weil das wird ja hier die Länge, ne? Macht es, wer es besser kann, nur mit einem Faden, und wer sich das ja mehr zutraut. Es ist nicht schwer, wie ihr seht, ja. Der macht es halt mit mehreren Farben, so wie ich. Ganz einfache Geschichte. Ich möchte niemanden beleidigen hier oder sonst irgendwas. Ja? So, unsere Spitze ist wieder da mit drei Stäbchen in eine Masche. Stäbchen Nummer 1, ganz normal Stäbchen draufsetzen, nichts weiter. Jetzt kommen wir in die Mitte rein hier. Da müssen wir aufs zweite Stäbchen von den dreien, müssen wir unsere nächste Spitze arbeiten mit drei Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und noch einmal rein. Und das war's. Drei Stäbchen in eine Einstichstelle. Jo, 11 Minuten. Dann habt ihr jetzt ja alles, habe ich euch alles gezeigt, wie man drei Farben mit drei Farben arbeitet. Ich häkel jetzt fleißig meine Breite. Das dauert also. Also in den nächsten Tagen wird erstmal kein Video von mir kommen. Ach doch, 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 doch. Ich kriege ja heute mein Geschenk-Set. Das kommt. Werde ich euch auch noch verlinken, alles. Genau, mein Geschenkset. Das wird mir gleich gebracht von DHL. Alles klar. Bis später. Bis zum nächsten Video.